In diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie man die Ortskurve einer linearen Schaltung im Netzwerksimulator Construct simulieren und grafisch darstellen kann. Dazu soll mal diese Schaltung hier dienen aus der Aufgabe 53, die wir alle in den Übungen besprochen haben. Wenn man jetzt dieses Programm noch nicht installiert hat, kann man es sich auf der Internetseite des Instituts für Theoretische Elektrotechnik von der Universität in Hamburg herunterladen. Falls man das schon vor einiger Zeit getan hat, ist es schlau, das einfach nochmal zu tun und sich die aktuelle Version zu installieren, in der immer mal kleine Fehler noch behoben sind. So, bevor man das jetzt simuliert, wäre es eigentlich schlau, mal so von Hand die Ortskurve dieser Schaltung zu konstruieren. Darauf will ich jetzt aber mal hier verzichten. Stattdessen werden wir die Ortskurve einfach simulieren, grafisch darstellen und dann nachträglich ein bisschen diskutieren, ob das so stimmen kann. Also das heißt, ich baue die jetzt einfach mal nach. Wir nehmen den Widerstand und noch einen Widerstand und die Kapazität. Und jetzt hat die Schaltung hier offene Klemmen. Im Simulationsprogramm braucht man natürlich noch irgendwas, was das anregt. Also eine Spannungsquelle, die ich jetzt mal so drehe, dass wir den positiven Knoten auf dieser Seite haben und das negative Potenzial hier wäre. Wenn man jetzt schon ein paar Mal mit so einem Programm simuliert hat, weiß man, hier läuft eigentlich Knotenspannungsanalyse oder modifizierte Knotenspannungsanalyse ab. Das heißt, wir brauchen noch einen Bezugsknoten, den wir mit diesem Massepotenzial festlegen. Und dann kann man das Ganze eigentlich schon miteinander verbinden. Und sieht, dass jetzt hier auch die Knotennummern beschriftet werden. Also das wird der Knoten 0. Und wenn ich die jetzt hier miteinander verbinde, wird das halt der nächste Knoten, der Knoten 1. Und dann wird das noch hier miteinander verbunden. Ups. Und dann bekommen wir hier als Knotennummer halt die nächste fortlaufende Nummer. Das ist die Knotennummer 2. Jetzt muss man den Bauelementen natürlich noch sinnvolle Werte geben. Der Kondensator hat schon mal die 1 Mikrofarad als Standardeinstellung. Der Widerstand R1 kriegt einen Wert von 1 Ohm und der Widerstand R2 hat laut Aufgabenstellung einen Wert von 2 Ohm. Und die Quelle können wir einfach bei 1 Volt belassen. Jetzt könnte man eigentlich schon mal simulieren. Man müsste natürlich noch Frequenzen vorher festlegen. Und da nehme ich jetzt mal hier als Einheit Hertz und sage, wir wollen einen Frequenzdurchlauf haben. Die Ortskurve ist ja eine Darstellung für verschiedene Frequenzen. Die sollen mal logarithmisch gestuft sein. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, was stellt man hier ein? Ich nehme mal sowas wie 100 Hertz bis 100 Megahertz und er soll 1000 Frequenzen berechnen. Und mit dem Generate Values List kann man jetzt eben hier die Liste der Frequenzen generieren. Ist jetzt so ein bisschen erstmal eine beliebige Wahl. Wir werden sehen, dass das ganz gut passt. Wenn das nicht passt, könnte man das hier natürlich nochmal am Ende anpassen. So, dann könnte man eigentlich schon mal simulieren. Jetzt kommt noch so eine kleine Fehlermeldung, die sagt, oh, ich könnte eigentlich schon simulieren, aber ich weiß gar nicht so richtig, was ich speichern soll. Sag mir mal, was eigentlich das Ergebnis dieser Simulation sein soll. Wir wollen ja mal eine Impedanzortskurve hiervon plotten. Impedanz ist Spannung durch Strom. Das heißt, wir bräuchten von diesem Knoten mal die Spannung oder eben das Potenzial gegenüber dem Bezugsknoten. Und wir bräuchten mal noch den Gesamtstrom, der da fließt. Und das wäre halt der Strom durch die Spannungsquelle. Der Strom soll bitte auch berechnet und gespeichert werden. So, und damit kann man die Simulation durchlaufen lassen. Jetzt wäre halt die Standardeinstellung für die grafische Darstellung so ein Standardplot. Das würde einfach heißen, ich kann das hier mal kurz machen, dass wir jetzt die Spannung an dem Knoten in Abhängigkeit der Frequenz bekommen. Die Spannung bleibt natürlich konstant 1. Das, was wir jetzt stattdessen haben wollen, ist ein Nyquist-Diagramm, benannt nach Harry Nyquist oder Nyquist, ein schwedisch-amerikanischer Physiker. Das ist die international übliche Bezeichnung für Ortskurve. Und wir wollen die Ortskurve einer Impedanz haben, von der Spannung an diesem Knoten und dem Strom durch diese Quelle. Und das Ganze soll grafisch dargestellt werden. Und dann sieht das Ganze so aus. Ich mache das mal ein bisschen kleiner, dass man nebenbei noch die Schaltung sieht. Das sieht aus ungefähr wie ein Halbkreis. Eigentlich wäre es exakt ein Halbkreis, wenn diese beiden Achsen hier genau gleich skaliert wären. So, und jetzt kann man hier mit dieser kleinen Schere hier noch zwei so Marker ein- und ausblenden. Und das sind genau die Frequenzen an den Endpunkten. Also hier sind die 100 Hertz, bei denen wir angefangen haben zu simulieren. Und dann läuft die Ortskurve so lang für wachsende Frequenzen und endet hier hinten für die 100 Megahertz.
So, und jetzt kann man sich an der Stelle überlegen, ob das sinnvoll ist. Also das hier unten ist ja die reelle Achse. Jetzt sieht man, wir haben auf jeden Fall erstmal nur positive Werte auf der reellen Achse, was extrem sinnvoll ist. Wir haben ja meine Impedanzortskurve geplottet. Der Realteil von der Impedanz ist sowas wie der Wirkwiderstand. Und der sollte natürlich für eine solche Schaltung positiv sein. Ja, der Widerstand muss immer positiv sein. Das ist hier der Fall. Das ist sinnvoll. So, dann ist das die imaginäre Achse. Da sieht man, die ist immer negativ. Auch das ist sinnvoll. Negativer Imaginärteil von der Impedanz heißt ja, da wirkt etwas kapazitiv. Und wir haben in der Schaltung auch eine Kapazität drin. Deswegen ist das schlau, dass wir in dieser rechten unteren Halbebene oder in dem vierten Quadranten der gaußschen Zahlenebene liegen, wo was ohmsch kapazitiv wirkt. Wenn wir positive Imaginärteile hätten, wäre das irgendwie nicht so gut, weil das würde ja heißen, dass da was induktiv wirkt in der Schaltung, ist aber überhaupt gar keine Induktivität drin. So, dann kann man so ein bisschen auf die Werte schauen. Also bei 100 Hertz fangen wir hier an. Wenn man sich mal überlegt, 100 Hertz ist halt eine relativ niedrige Frequenz. Bei niedrigen Frequenzen wirkt der Kondensator wie ein Leerlauf. Das heißt, wenn er wie ein Leerlauf wirkt, kann hier unten kein Strom lang fließen. Jeglicher Strom, der durch die Schaltung fließt, muss hier oben lang fließen. Fließt durch diesen Widerstand R2 und sieht eigentlich nur diesen Widerstand R2. Also bei tiefen Frequenzen sollte nur R2 wirksam sein. R2 hat einen Wert von 2 Ohm. Also sollten wir bei tiefen Frequenzen bei 2 Ohm für die Ortskurve rauskommen, was ja auch der Fall ist. So, für steigende Frequenzen wird natürlich dieser Kondensator so langsam leitfähig. Das heißt, hier unten kann auch ein Strom lang fließen. Das heißt, wir haben sowas wie eine Parallelschaltung von zwei Zweigen. Wenn man jetzt zudem noch was parallel dazu nimmt, sollte die Impedanz natürlich kleiner werden vom Betrag. Und wir sollten so einen kleinen Phasenwinkel bekommen, weil ja diese Kapazität hier wirkt. Jetzt kann man auf die Ortskurve gucken und sehen, das stimmt auch. Also der Betrag, der Abstand zum Koordinatenursprung in diesem Diagramm, der wird so ein bisschen kleiner und wir bekommen halt einen negativen Phasenwinkel. So, und für sehr hohe Frequenzen wirkt natürlich diese Kapazität hier wie ein Kurzschluss. Das heißt, für sehr hohe Frequenzen haben wir nur noch die beiden Widerstände hier parallel. 1 Ohm parallel zu 2 Ohm ergibt gesamt 2 Drittel Ohm, ne? 1 mal 2 durch 1 plus 2 sind 2 Drittel oder 0,66 Ohm und dann sieht man, für ganz hohe Frequenzen landen wir auch bei einer Impedanz von 0,66 Ohm. So, das passt soweit und von daher würde man jetzt sagen, diese Ortskurve, die erscheint sinnvoll und genau mit der gleichen Methode könnten wir jetzt auch für beliebig kompliziertere Schaltungen hier die Ortskurve berechnen. So, was man jetzt auch noch machen kann, hier ist eben das, was auch in der Aufgabe gefordert war, den Amplituden- und Phasengang darstellen. Dazu gibt es hier noch eine Option, die nennt sich Bode-Plot. Bode war auch ein amerikanischer Elektrotechniker, Ingenieur, allerdings mit niederländischen Wurzeln. Henrik Wade Bode hat genauso wie der Herr Nyquist auch an den Bell Laboratories gearbeitet. Und nach ihm ist dieses Bode-Plot benannt, oder der Bode-Plot, das Bode-Diagramm. Und das sieht folgendermaßen aus, man plottet über der Frequenz und die Frequenz ist logarithmisch skaliert, plottet man einmal den Betrag, das ist hier mit Magnitude gekennzeichnet von unserer Impedanz, das ist die lilane Kurve, und zwar den Betrag in logarithmischer Skalierung und man plottet nebenbei noch den Phasenwinkel, das ist hier die grüne Kurve Phase, und zwar die Gradachse, die von dem Phasenwinkel, die in linearer Skalierung. So, und dann sieht man auch, ne, bei tiefen Frequenzen starten wir mit einem Wert von 2 Ohm, dann geht der Betrag der Impedanz so langsam runter und dann pegeln wir uns auf diese 0,66 Ohm, 2 Drittel Ohm ein. Und ja, der Phasenwinkel startet bei einem Wert von 0, die Schaltung verhält sich bei tiefen Frequenzen rein ohmsch, dann gibt es mal irgendwann so ein Maximum von der vom Phasenwinkel. Und dann geht der Phasenwinkel wieder hoch auf 0 Grad und bei ganz hohen Frequenzen, wenn eben der Kondensator hier wie ein Kurzschluss wirkt, dann sind auch nur noch die beiden Widerstände wirksam, dann verhält sich die Schaltung auch wieder rein ohmsch. Ja, und was man jetzt eben aus diesem Bode-Diagramm
recht gut rausbekommt oder zum Beispiel auch aus der Ortskurve, ist eben der minimale Phasenwinkel, zum Beispiel der sich in so einer Schaltung ergibt. Das wäre in diesem Fall sowas wie minus 30 Grad. Und wenn man den eben berechnen wollen würde, wäre das, also ne, ich kann auch nochmal die Ortskurve darstellen. Auch da könnte man, wenn man jetzt diesen Halbkreis tatsächlich gezeichnet hat, das maßstabsgetreu macht mit gleicher Skalierung der X- und Y-Achse, halt ein Winkelmesser im Koordinatenursprung anlegen und dann sozusagen diesen minimalen Phasenwinkel hier runter einfach abmessen mit einem Winkelmesser und somit bestimmen. Ja, also was wäre der größtmögliche oder kleinstmögliche Phasenwinkel zum Beispiel als Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung oder eben als Phasenwinkel der Impedanz, den eine solche Schaltung hat. Das sind so Sachen, die kriegt man grafisch ganz, ganz, ganz einfach aus der Nordskurve raus. Wenn man das berechnen wollen würde, ist man eine ganze Weile beschäftigt, weil man müsste ja erstmal als Formel aufschreiben, wie ist die Impedanz, wie ist der Phasenwinkel davon und wann wird der minimal, also das Ableiten einmal nach dem nach der Frequenz dann die Ableitung 0 setzen und so weiter und so fort, so Extremwertbestimmung machen. Und ja, diese ganze sehr aufwendige Rechnung kann man sich sparen, indem man sich eben mal Ortskurven anschaut, so wie diese hier. Und das wollte ich in dem Video zeigen.